Kloster Utstein auf einer der vorgelagerten Inseln in der Nähe von Stavanger wurde erstmals in Quellen im 9. Jahrhundert erwähnt, und zwar als Wohnort von Harald Schönhaar. Nach der Schlacht um den Harfsfjord. Genau, wunderbar, Ihr Ort. Sehr schöne Kapelle, sehr schöne Klosteranlage. Es ist das einzige Kirchengebäude Norwegens, das einen Turm hat zwischen dem Kirchenschiff und dem Chor. 250 Menschen lebten hier zeitweise und konnten ernährt werden. Die Mönche gehörten dem Orden der Augustiner an. Und unter dem Talar und der Muff von Dusendjahr. Kloster ist dem heiligen St. Laurentius gewidmet. Zur Zeit der Reformation wurde das Kloster einfach geschlossen und lag brach. Erst viele Jahrhunderte später wurde das Kloster restauriert und ist heute Teil des Museums in Stavanger. Einkaufen in Norwegen läuft nicht bei Aldi, sondern beim Rema 1000. Auf geht's! Ach, die Dosen! So, jetzt kommt die Probe aufs Exempel, wie die Preise in Norwegen sind. Na? Hier zum Beispiel eine Mango, 2,70 €. Äpfel, Pink Lady, 3,70 €. Ja. Grünzeug. Grünzeug. Brauchen wir noch Grünzeug? Salatgurke, Paprika, Zwiebel. Und was kostet ein? Lock. 2,50 € per Stück. Wahnsinn. 250 Milliliter Cola ist reduziert von 4 € auf 2 €. Im Angebot. Die Brotabteilung. Per Stück 2,50 €, egal welche.
Hier, Großbrot, heißt Graubrot. Guck mal. Das ist Graubrot. Und da sind die Fische? Das sieht gut aus. Lofotenlachs. Das ist den, der wir hatten. 10 Euro. Ne? Sind aber zwei Packungen. Fiskeburger. Mit Käse und Bacon drin. Kostenpunkt ist 5,50 Euro. Vier Stück. Wir sind auf der Suche nach Age-Salami. Wo ist die denn? Gibt's das nicht? Gibt's nicht? Die wissen das noch nicht. Oh. Norway. Als nächstes kommt Norwegen spezieller Käse dran mit Karamell. Fluttermilch. Das sind die. Und welcher ist der milde? Den du hattest? Der hellste. Also den habe ich gekauft. Was ist der nicht gekauft? Das ist mein dänischer Lieblingskäse. Den muss ich mir mitnehmen. Den haben wir noch gar nicht gehabt. Grädost. Und so ein 500 Gramm Stück kostet 5 Euro. Käse aus der Tube. Hier ist lecker und Bacon aus ist lecker. 3 Euro pro Tube. Salami Snacks. Sehr lecker. Dann meine Lieblingsgrillwürstchen mit Käse drin. Befindet sich hier Grillpulse. Ostegrill. Euro 40 für Ostegrill. Ein Stücken Norge. Ist hier die Nationalschokolade. Genau, die nehmen wir mit. Und natürlich die Weingummi in Schokolade gehüllt. Bamsemums. Schönen Gruß an den Kai von Travel Camping Living und dem Kupilo. Unsere Lieblingschips von Marut, entweder mit Salt und Pepper oder einfach nur gesalzen. Wie gesalzen sind die Preise? 2,50 Euro. Ja, was viele interessiert, ist die Bierabteilung. Hier gibt es verschiedene Pilzsorten. Ringnes kann man empfehlen, haben wir häufiger probiert. Was ist das für eine Dose? 3,50 Euro oder das ganze Sixpack? Nee, tatsächlich. Also Preis pro Liter ist 69,80 €. Tatsächlich eine Dose 3,40 Euro oder 3,50 Euro. Aas Fat Oil hat uns auch gut geschmeckt. Jo. Reichlich Auswahl.
So, vielleicht noch ein Wort zu den Wohnmobil-spezifischen Themen. Wir sind hier jetzt 16 Tage zu dritt in diesem Wohnmobil-Kastenvan mit Hubdach gefahren. Zwei haben oben geschlafen und ich unten. Und auch nach Aussage der beiden anderen ging das super. Also keine drei Männer mit drei Kastenvans, sondern drei Männer in einem. Macht die Sache wirklich spaßiger, funktioniert ganz hervorragend, wenn man sich gut versteht. So, dann das andere Thema, Wohnmobile insgesamt in Norwegen. Jawohl, man merkt den Verkaufsboom der Wohnmobile der letzten Jahre, die vermutlich jetzt erst auch vollständig ausgeliefert werden können. Hier in Norwegen im Juni 2022 sehr deutlich. Allerdings ist es uns gelungen, immer wieder tolle Plätze zu finden, wo wir wirklich ganz alleine waren. Kein anderer. Das heißt, wenn man zum Geiranger fährt oder Trollstigen fährt, da hat man wahrscheinlich viel Verkehr. Auch hier am Preikestolen Camping, der war gefühlt dreimal so voll wie jetzt im Augenblick, obwohl Freitag ist. Das war nicht schlimm, das ist ein ganz toller Campingplatz hier und wir haben ja, wie gesagt, auch die Route hoch zum Preikestolen von hier aus, vom Campingplatz aus, zu Fuß angetreten und nicht die 25 Euro extra für den Parkplatz, der sich von hier etwa 120 Höhenmeter und 3,1 Kilometer entfernt befindet, benutzt, sondern den von hier aus losgegangen. Das war völlig in Ordnung. Wir sind zurückgekommen und hatten den Wagen vollständig aufgebaut, vorgefunden, mussten nichts mehr packen, einpacken, auspacken. Also das war super.